Go! So, hi! Heute stelle ich euch meine Sidearm vor, was ich auch auf dem Spielfeld dabei habe. Wer das letzte Video gesehen hat, da habe ich meine 10-15KR vorgestellt, habe die Interns durchgenommen, was ich alles verbaut habe und so weiter und so fort. Und hier mache ich jetzt, oder versuche genau das gleiche zu machen, habe ich auch im Spielfeld als Backup immer dabei. Gerade wenn wir neue Spieler haben, auch mal zum Rausgeben, sehr praktisch. Was gibt's? Große über die Waffe zu sagen, es ist eine GBB, sprich Gas Blowback. Deswegen steht auch diese hier Tube hier mit Gas gefüllt zum Aufladen von dem Magazin. Das Ganze ist eine AW Custom Plattform, allerdings keine AW Custom, sondern hergestellt von Salient Arms. Einzigster Unterschied ist der Name, intern funktionieren sie genau gleich. Von den Magazinen her genau dasselbe. Das hier war das mitgelieferte Magazin von der Salient Arms. Und das hier im Vergleich dazu sind die von der AW Custom. Die feeden beide wunderbar, komplett unproblematisch. Genau auf den ganzen internen Kram gehe ich gleich im nächsten Part ein. Das war mehr für einen Schnitt gedacht. Darf ich? Ja. Wunderbar. Die Powerbank steht noch im Bild. Ja, das können wir alles rausschneiden. Ich mache jetzt die Salient Arms kurz auf. Ich habe den Pin bereits rausgenommen. Wer es nicht weiß, bei GBBs ist es so, dass du an der Seite einen Pin drin hast. Und um die zu öffnen und zu schließen, musst du diesen Pin, wenn der Schlitten ungefähr auf halber Höhe ist, kannst du den Pin rausdrücken, um ihn an die Internals ranzukommen. Genau. Also man sieht es auch an der Waffe selbst. Hier vorne, ganz vorne, würde der Slide normalerweise einlocken. Das heißt, dass die Waffe hinten gespannt bleibt, wenn das Magazin da ist. Und dann hast du noch einen kleineren, das ist wirklich sehr, sehr klein. Bist du mal ran? Halt mal noch eine Weile kurz. Mhm. Hast du einen ganz, ganz kleinen Haken und an dem kannst du den Pin rausdrücken, um die Waffe auseinanderzubauen. Das habe ich jetzt bereits gemacht, der Pin liegt nebendran. Und das Einzige, was er jetzt noch macht, ist einfach das Ding nach vorne abzuziehen. In der Hand habe ich jetzt den Lower Receiver, daran gibt es nicht viel zu sagen. Hier interessant, dass wir zwei Safety-Modelle haben. Einmal mit der Safety hier oben, die den Slide locken würde. Und einmal haben wir hier hinten noch eine für die Hand eine Sicherung. So, wenn ich nicht mit der Hand komplett an dieser Sicherung dran bin, löst die Waffe auch nicht aus. Einfach nur Sicherheitsfeature. Genau. Hammer ganz normal, Trigger ganz normal, daran haben wir nichts verändert. Tatsächlich ist das eine von den wenigen Waffen, an denen wir gar nichts gemacht haben, weil sie so wie sie kam schon ziemlich gut war. Was bei AW Custom oder beziehungsweise auch bei der Salient Arms wirklich cool ist, das ist eigentlich eine Competitor-Waffe, das heißt, es wird für Speedsoft ist so eine Basis. Das heißt, die ist schon von Werk aus sehr gut modifiziert, die ist geshortstroked zum Teil und es ist einfach sehr viel intern gemacht worden. Ich kann dazu leider nicht viel sagen, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit den Pistolen aus. Das Wenige, was ich euch zeigen kann, wäre im Upper Receiver die Spring. Sofern man es sieht, das sitzt ein bisschen unten drunter. Das Rote ist für die Einstellung vom Pop-Up gedacht. Und ja, der ganze Rest, der da oben rumhängt, habe ich leider keine Ahnung davon. Da wird vermutlich ein Follow-Up-Video, wenn wir noch eine zweite Waffe in die Richtung haben, wird dazu noch kommen. Wie vorhin bereits gesagt, das war das mitgelieferte Magazin von der Salient Arms. Das sind die AW Custom Magazine. Die feeden wunderbar. Ich habe damit bisher noch gar kein Problem gehabt. Dann halte ich sie genauer in die Kamera. Also das hier ist jetzt das AW Custom Magazin. Erkennbar an dem fetteren unteren Block. Genau an diesem Ding. Und im Vergleich dazu, das kannst du auch gerade mal reinhalten, von Salient Arms selbst. Das Magazin, der ändert sich nur unten am Fuß vom Magazin ein bisschen was. Ihr seht, dass das einfach ein bisschen dünner ist. Beziehungsweise schmaler. Genau. Ah, da schreibe ich drüber, welches was ist und stopp kurz. Das ist eine gute Idee. Viel mehr gibt es zu der Waffe eigentlich nicht zu sagen. Ich persönlich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ich bespiele sie jetzt seit knapp 2-3 Monaten. Jetzt in der kalten Jahreszeit natürlich nicht, weil wer das nicht weiß, bei Gas-Blowback-Waffen wie der, er spielt die Temperatur eine große Rolle, weil je kälter es wird, desto schlechter schießt das Gas. Was bei GBBs zumindest für mich sehr interessant war, als ich angefangen habe zu spielen, es gibt unterschiedliche Gassorten. Es gibt Green Gas, Red Gas und Black Gas, jeweils für verschiedene Temperaturen. Ich persönlich benutze in meiner Salient Arms nur Green Gas, was mich ein bisschen beschränkt, weil ich kann jetzt, gerade wo es kälter wird draußen, nicht mehr spielen, weil ich Cooldowns habe in der Waffe. Das heißt, das Gas entweicht einfach, ohne dass die Kugel rausschießt und halt das komplette Magazin unterkühlt.
ein bisschen Nachteil an, vielleicht an der GBB, aber wie bereits im Intro gesagt, ich benutze nur als Zeitarm, ich benutze eher meine Main, meine 10-15. Ich habe damit bisher außer den Cooldowns keinerlei Probleme gehabt. Sie feedet wunderbar, sie liegt gut in der Hand. Sie macht mir persönlich wirklich, wirklich Spaß zu spielen. Wenn ich euch das ans Herz legen kann, dann würde ich euch als GBB-Variante die empfehlen. Ich habe damit wunderbar den Einstieg in die GBB-Welt gefunden und ich kann sie nur jedem weiter ans Herz legen. Die Geschichte hat, da sie GBB ist, ein Joule. Wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. Gerade wenn ihr auf Spielfeldern spielt, wo eine Beschränkung da ist, müsst ihr damit ein bisschen aufpassen. Das ist bei GBBs aber immer so. Die sind zwischen 0,8 und 1,2 Joule, je nachdem wie warm oder kalt es ist und je nachdem was für Gas ihr spielt. Das Einzige, was ich euch jetzt noch ans Herz lege, sind unsere Projekte, die jetzt in den nächsten paar Wochen hoffentlich kommen. Wir haben eine MP5, die wir noch am Restaurieren sind. Das ist eine ziemlich alte MP5, das ist mehr so ein Challenge-Part für uns. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Die wird dann auch noch reviewed. Und noch eine MP7, die wir neu dabei haben, die wir uns auch nochmal vorknöpfen, die wir euch auch versuchen intern zu zeigen, unsere Erfahrungen damit. Und das Letzte, was wir im Moment Thema Spielfeld machen, ist, wir rüsten gerade ein bisschen um. Wir haben einen neuen Stapel Paletten bekommen und sind da jetzt gerade einfach am Spielfeld umrüsten. Da kommt möglicherweise auch nochmal ein Video dazu, dass ihr mal seht, wie weit wir dort sind. Ansonsten gibt es von meiner Seite aus nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch wirklich, wirklich bitten würde, da unten irgendwo, sofern es mein lieber Mann im Schnitt nicht vergisst, ich denke dran, auf unserem Instagram vorbeizuschauen. Wenn das vergisst, dann checkt uns einfach aus auf egw-airsoft oder abonniert einfach unseren YouTube-Channel. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und macht's gut. Ciao!